allen Tiefphasen in unserem Leben immer sofort irgendwas Positives abgewinnen zu wollen, ist nur dann wirklich sinnvoll und förderlich, wenn wir dieses Positive auch wirklich im Inneren fühlen. Und immer dann, wenn wir es nur glauben oder fühlen wollen oder wenn wir versuchen, krampfhaft in allen Dingen das Positive zu sehen, dann wird es eben schnell toxisch. Und in den Situationen wäre es viel, viel sinnvoller anzunehmen, dass eben nicht alles sich wunderbar und positiv anfühlt und das wäre der gesündere Weg. Und warum das so ist, was so dieses positiv drüber gepinselte Denken im Nervensystem macht und warum wir besser lernen sollten, uns schlecht zu fühlen, genau darum geht's heute. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um Embodiment, das Nervensystem und deine Verbindung zu dir selbst. Und ich hatte es im Intro schon gesagt, es geht so um das Thema toxische Positivität und damit eigentlich auch um die Frage, wie wir dem Leben wirklich so mit all seinen Hochs und Tiefs begegnen. Und wenn wir uns das mal anschauen, das Leben ist, wie es ist. Wir werden in unserem gesamten Leben immer mal wieder diese Hochphasen haben, in denen alles gelingt, in denen wir uns super fühlen, in denen wir von innen raus sowieso positiv denken, positiv fühlen. Wir werden aber, egal wie viel wir an uns arbeiten, immer auch Phasen haben, die vielleicht nicht so toll sind und in denen wir uns nicht so gut fühlen. Und das kann sein, dass es entweder von innen rauskommt, vielleicht weil wir ein bisschen über unsere Grenze gegangen sind, weil wir vielleicht angeschlagen oder erschöpft sind, vielleicht weil wir uns irgendein Virus oder irgendwas eingefangen haben, sodass einfach von innen Ressourcen aufgebraucht werden und wir eben die Dinge nicht mehr ganz so positiv sehen können. Aber es kann natürlich auch immer sein, dass von außen uns irgendwelche Sachen vor die Füße geworfen werden, wie zum Beispiel eine globale Pandemie oder dass wir unseren Job verlieren oder dass unser Partner uns verlässt oder irgendwelche so Dinge. Das heißt, das Leben wird immer die Hochphasen und es wird immer auch die Tiefphasen haben. Und gerade aber, wenn Menschen sich in diesen Tiefphasen befinden, beobachte ich ganz oft, dass sie da möglichst schnell wieder raus wollen. Und das ist natürlich auf eine Art auch verständlich, weil eben das fühlt sich unangenehm an und wir wollen nicht, dass es sich unangenehm anfühlt. Und deswegen eben fangen viele gerade an diesen Tiefpunkten an, sich auf die Suche nach Tools zu machen, die sie wieder besser fühlen lassen. Das heißt, wir fangen vielleicht an mit einer Nervensystemregulation, wir fangen vielleicht an mit dem Meditieren, wir fangen vielleicht eine Yoga-Praxis an. Und innerlich ist so dieser Wunsch da, uns vielleicht im besten Fall nie mehr so fühlen zu müssen, wie wir uns gerade fühlen. Und was ganz häufig auch dazu kommt, ist, dass wir uns selber darüber abwerten, weil wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Weil vielleicht die Gesellschaft uns suggeriert, dass Good Vibes Only der Weg ist und dass wir uns nur noch positiv fühlen dürfen. Vielleicht ist auch unser Umfeld irgendwie und reagiert auf unser nicht so gutes Empfinden vielleicht eher negativ und sagt vielleicht Sachen wie, es ist doch nur zu deinem Besten und sei froh, dass XY passiert ist. Also es sind einfach Sachen, die auch dann wieder von außen auf uns zugetragen werden, die vielleicht diese toxische Positivität fördern. Und zwar, wie gesagt, entweder von außen, dass Menschen uns eben unsere Gefühle eigentlich auf eine Art kleinreden und sagen, ist doch nicht so schlimm, sei froh, dass es passiert ist, Kopf hoch und so weiter. Aber bei ganz vielen ist es auch schon so der gelernte Mechanismus, der im Inneren kommt. Das heißt, wenn wir in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo wir viele dieser plakativen Sprüche, sage ich jetzt mal, gehört haben, dann haben wir eben auch gelernt, dass diese negativen Empfindungen nicht willkommen sind und dass wir sie nicht zeigen dürfen, so dass wir von innen in so einem Automatismus sofort anfangen, wenn wir uns nicht gut fühlen, da eben entweder mit Tools dagegen anzukämpfen oder wirklich mit so komischen Sprüchen uns das selber einzureden. Uns selber einzureden, dass alles in Ordnung ist und dass es zu unserem Besten ist und so weiter. Und so dieser Begriff der toxischen Positivität hat sich inzwischen wirklich etabliert, so für dieses gesamte Spektrum eben an gut gemeinten Ratschlägen. Und gut gemeint ist ja meistens nicht wirklich gut, aber eben diese Dinge, die ich gerade schon gesagt habe, Kopf hoch, das wird schon wieder, auch was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
es ist zu deinem Besten und so weiter. Also das sind so diese Ratschläge, die von außen kommen. Toxische Positivität beschreibt aber auch so das gesamte Spektrum von diesem krampfhaften Optimismus, den wir vor allem auch in der spirituellen Szene vielfach sehen. Dieses Good Vibes Only, Licht und Liebe, alles ist fantastisch, wir haben uns alle lieb, es ist bestimmt für irgendwas gut, ich kann es vielleicht gerade noch nicht erkennen, aber ich vertraue einfach drauf, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst. Auch das ist wirklich eine Art von toxischer Positivität. Und dann wirklich, und das geht so ein bisschen damit einher, auch das Spiritual Bypassing, was eigentlich das auch ist, was ich gerade beschrieben habe. Und dazu habe ich auch mal eine ganze Episode gemacht. Episode 164 ist das. Wir verlinken sie auch, wo du auch mal noch reinhören kannst, wirklich spezifisch zu diesem Spiritual Bypassing und wirklich eigentlich eine spirituellen Abkürzung. Also das Umgehen eben von dem, was uns vielleicht nicht so gefällt. Und wenn man toxische Positivität zusammenfassen will, kann man sagen, es ist alles, wo ein krampfhafter Versuch drin steckt, sich nur am Guten zu orientieren oder nur das Gute zu sehen und alles andere zu verleugnen oder zu verdrängen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber wie kann denn Positivität toxisch sein? Oder ist es nicht gut, immer nur das Gute zu sehen? Und generell ja. Also es gibt auch Studien, die belegen, dass Menschen, die eine positive Lebenseinstellung haben, dass die zum Beispiel weniger depressiv werden, dass die sich schneller von irgendwelchen Krisen erholen, dass die sogar auch länger leben. Also das heißt, wir können wirklich sagen, in so einer positiven Lebenseinstellung ist auch was Gesundheitsförderndes. Das Ding damit ist aber, dass wir, wenn wir eine positive Lebenseinstellung haben, das wirklich von innen raus fühlen. Das heißt, wir haben, wenn wir wirklich positiv sind, und das klingt jetzt auch so bewertend, aber wenn wir wirklich diesen Optimismus leben und es passiert irgendwas nicht so Tolles, wenn wir dann in der Erstreaktion ein gutes oder zumindest neutrales Gefühl haben, dann ist Positivität sinnvoll, weil sie wirklich verkörpert ist und von innen rauskommt. In den meisten Fällen ist es aber so, dass irgendwas passiert, wir uns nicht so gut fühlen und dann versuchen, positive Empfindungen drüber zu pinseln oder positive Gedanken drüber zu pinseln. Und wenn wir eben nur diese positiven Gedanken oder Versuch von positiven Gefühlen über irgendwas drüber pinseln, was uns nicht so gut gefällt, dann wird es eben toxisch. Und das ist wirklich so die Gemeinsamkeit von all diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe. Das Wichtige ist wirklich, dass wir in der Erstreaktion uns innerlich nicht so gut fühlen, das innerlich nicht toll finden, Gedanken drüber haben, die nicht gut sind oder die eben eher ins pessimistische Negative gehen. Wenn das die erste Reaktion ist, ist das unsere gefühlte Realität. Und dann alles andere, was wir uns dann einzureden versuchen, ist toxisch. Und zwar, weil wir den Ausdruck von diesen negativen Empfindungen auf eine Art damit untersagen. Also wir verbieten uns, dass wir wütend sind. Wir verbieten uns, dass wir traurig sind. Wir verbieten uns, dass wir einfach mal einen Scheißtag haben und sagen, okay, ist ein Scheißtag und der bleibt vielleicht auch scheiße. Ich muss aber nicht dagegen ankämpfen. Und dieses Ablehnen und Verleugnen und Verdrängen von all dem Unangenehmen kann man eigentlich so ein bisschen wie in der Natur beschreiben. Es ist deshalb toxisch, weil wir dem Unangenehmen die Luft eigentlich zum Atmen entziehen. Und das ist wie die Lebensgrundlage. Und wenn wir uns das in der Natur anschauen, irgend so einen Tümpel nehmen, wenn da Sauerstoff fehlt, dann fängt es an zu faulen. Dann kippt das ganze Zeug um und es kommen diese Fäulnisprozesse zum Tragen. Und letztendlich passiert genau das mit den unangenehmen Empfindungen. Die sind ja trotzdem da. Nur weil ich sage, es wird schon für irgendwas gut sein oder good vibes only, habe ich ja trotzdem noch die negativen Empfindungen oder die unangenehmen Empfindungen, finde ich die bessere Formulierung. Jetzt die aber zu ignorieren, zu verdrängen, abzuspalten, eben fangen die an, in mir zu verfaulen tatsächlich. Und damit vergiften sie mich eben im Inneren. Und wirklich all diese Sachen, die emotional in uns gären, die uns von innen vergiften, das ist eigentlich genau wie jede tatsächlich physische Krankheit, also jeder Virus oder jede Entzündungsreaktion. Es bewirkt im Körper eine Stressreaktion. Und damit schadet es dem Nervensystem. Und ich habe das schon oft gesagt, dass wirklich das Unterdrücken von Empfindungen und Gefühlen dem Nervensystem schadet und wir damit Stress auslösen.
Und wenn wir im Nervensystem quasi unser Stresslevel erhöhen, indem dass wir irgendwas unterdrücken, dann werden wir einerseits körperlich anfälliger für Infekte, unser Immunsystem wird so ein bisschen lahmgelegt. Wir werden aber emotional und psychisch auch dünnhäutiger und wir sind schneller im Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, wir sagen vielleicht nicht mehr unsere eigene Wahrheit, wir vermeiden Situationen, wir fühlen uns vielleicht schnell angegriffen, gehen in den Gegenangriff. Und das habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, war das in der Episode auch schon gesagt, wir schaffen mit diesem Verdrängen von einem Teil von uns, nämlich diesen unangenehmen Empfindungen, wir schaffen eine Dissoziation. Und Dissoziation ist wirklich so ein Abspalten von einem Teil von uns. Und wann immer wir einen Teil von uns abspalten, schaffen wir eine Trennung. Das heißt, wir haben uns geteilt. Jetzt suchen wir Menschen aber ja alle danach, uns vollkommen zu fühlen, uns ganz zu fühlen, uns so, wie wir sind, gut zu fühlen. Wenn wir geteilt sind, also wir haben einen Teil, der zu unserer Vollkommenheit dazugehört, den haben wir abgespalten, dann können wir uns nicht mehr vollkommen fühlen, weil ja wirklich dieser eine Teil weg ist. Und das heißt, wir sind per se in dem Mangelempfinden. Das heißt, ich fühle mich nicht mehr vollkommen, weil ich irgendwas weggedrängt habe. Und dann fängt die Suche danach an, was brauche ich, um mich wieder vollkommen zu fühlen? Das heißt, es startet ein Selbstoptimierungswahn, weil wir glauben, so wie wir sind, nicht gut genug zu sein, weil irgendwas fehlt, weil wir mangelhaft sind oder fehlerhaft. Und das erschöpft uns auf Dauer. Und je erschöpfter wir sind, je mehr Stress wir haben, desto mehr kommen wieder weitere ungute Gefühle auf, die wir dann auch wieder abspalten. Das heißt, durch diesen Versuch, irgendwas, was uns nicht passt, nicht wahrzunehmen, reduzieren wir eigentlich unsere Vollkommenheit und das Gefühl für uns. Und in der Konsequenz, je länger wir das betreiben in dieser Abwärts- und Teufelsspirale, werden wir uns am Ende immer mangelhafter und noch fehlerhafter fühlen. Das heißt, das ist wirklich einfach eine Abwärtsspirale. Und das alles nur, weil wir vermutlich in unserer Kindheit schon nicht gelernt haben, dass auch negative Empfindungen okay sein dürfen. Und das ist einfach zum Leben dazugehört. Wie gesagt, es wird Hochphasen geben und es wird Tiefphasen geben. Und beides ist einfach Teil von dem großen Ganzen. Und es geht nicht darum, wie kann ich diese negativen Phasen komplett vermeiden, sondern eben, wie kann ich besser darin werden, mich auch mal schlecht zu fühlen. Und ich habe jetzt gerade auch gesagt, dass wir das selber nicht gelernt haben. Das Problem fängt aber schon viel früher an, weil wahrscheinlich auch unsere Bezugspersonen nicht gelernt haben, mit negativen Empfindungen umgehen zu können. Das heißt, wenn wir als Kind unseren Wutanfall haben, dann haben wir eine Bezugsperson, die es ganz schwierig findet, diese Wut aushalten zu können. Und dann fängt eben die Bezugsperson an, uns von außen diese toxische Positivität zu geben. Ist doch nicht so schlimm, tut doch gar nicht weh, alles ist gut und so weiter. Also das heißt, das Problem fängt unter Umständen nicht mal nur bei uns an, sondern ist wirklich was, was wir einfach seit der frühesten Kindheit gelernt haben. Einfach weil bei so vielen Menschen die Fähigkeit fehlt, mit ihren eigenen unangenehmen Empfindungen zu sein und in der Konsequenz dann die unangenehmen Empfindungen und deren Ausdruck auch bei anderen nicht zulassen können. Und deswegen will ich es nochmal sagen, wir sollten besser darin werden, uns auch mal schlecht zu fühlen. Und das klingt erstmal vermutlich nicht erstrebenswert, nicht wahnsinnig sexy, löst vielleicht auch erstmal eine Ablehnung aus. Aber ich will das noch so ein bisschen genauer anschauen. Und wir können mit Nervensystemarbeit wirklich besser darin werden, uns schlecht zu fühlen. Und jetzt ist es aber ja so, dass viele mit der Arbeit mit dem Nervensystem eben genau aus dem anderen Grund anfangen, dass sie eigentlich aus so toxisch positiven Wünschen zur Arbeit mit dem Nervensystem kommen, dass sie eben diesen Mangel verspüren und sagen, ach, jetzt vielleicht hilft es mir, mein Nervensystem ein bisschen zu regulieren. Und dann muss ich nie wieder diese negativen Empfindungen haben. Und sie hoffen eben, dass sie sich nie mehr schlecht fühlen müssen. Es ist auch manchmal so irgendwie dieses Bild so im Gange oder verbreitet, dass wenn wir ein reguliertes Nervensystem haben, dass wir immer entspannt sind. Auch das ist totaler Quatsch. Ein reguliertes Nervensystem heißt nicht, dass wir immer entspannt sind,
sondern ein reguliertes Nervensystem heißt, dass wir mit dem Flow des Lebens mitgehen können. Das heißt, wenn es von uns gefordert ist, mal ein bisschen aktivierter zu sein und auch wütend zu sein und auch traurig zu sein, dann können wir voll in dieses Gefühl reingehen und wir können es komplett zulassen, ohne dagegen anzukämpfen. Und wenn es dann wieder Phasen gibt, in denen wir uns einfach entspannt und gemütlich auf unser Sofa oder in die Sonne oder wohin auch immer legen können, dann können wir auch das zulassen, ohne dass der innere Stress da ist. Jetzt müssen wir wieder bald was tun. Und deswegen ein reguliertes Nervensystem heißt für mich einfach, das Leben in all seinen Facetten, in allen Hochs und Tiefs zu 100% miterleben. Das heißt, nicht dagegen ankämpfen, nicht verändern wollen, sondern völlig präsent da drin sein. Und das ist für mich wahnsinnig wertvoll, auch wenn es eben bedeutet, dass wir uns vielleicht mal nicht so gut fühlen. Und ja, generell kann man sagen, dass mit Nervensystemarbeit wir sicherlich insgesamt zufriedener und auch entspannter auf eine Art werden und den Dingen auch mit mehr Leichtigkeit begegnen. Aber eben nicht, weil es keine Herausforderungen und Tiefphasen mehr gibt, sondern genau, weil wir einfach mitsurfen. Weil es geht mal nach oben und es geht mal nach unten. Und in dem Moment, wo wir okay damit sein können, es ist ja nichts Negatives mehr. Und deswegen, ja, wir werden zufriedener, wir werden entspannter, wir begegnen den Dingen mit mehr Leichtigkeit, aber nicht, weil all das Negative nicht mehr da ist, sondern weil wir es okay sein lassen können. Und auch hier wieder, und ich mag diese Formulierung, wir werden besser darin, uns schlecht zu fühlen. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch bei den Teilnehmern in der NESC-Ausbildung ganz oft erlebe, wenn die irgendwelche Erfahrungen zum Beispiel teilen, wo sie in der Facebook-Gruppe schreiben oder auch im Q&A-Call mal was erzählen und dann wirklich sagen, ich hatte so diesen einen Tag, an dem ging irgendwie alles schief und nichts hat funktioniert und nichts hat gepasst. Und normal hätte ich versucht, das zu verändern. Vielleicht wäre ich joggen gegangen, vielleicht hätte ich irgendwie einen Film angeschaut, hätte mich abgelenkt. Und an dem Tag habe ich festgestellt, dass ich kurz reinspüren konnte und sagen konnte, okay, dann ist halt heute nicht so ein toller Tag und ich konnte es stehen lassen. Und wirklich in dem Moment das einfach stehen lassen Könnens ergibt sich ein Shift und das wird viel neutraler von der Gesamtempfindung. Das heißt, wir mussten das Negative nicht verleugnen, damit es uns besser geht, sondern wir müssen es annehmen und drin sein können, damit wir es okay finden können. Und damit geht es uns ja dann auch besser. Und das heißt am Ende eigentlich, dass wir lernen dürfen, mit diesen unangenehmen Empfindungen zu sein. Und auch darüber habe ich schon gefühlt eine Million Podcast-Episoden gemacht. Wir werden da auch ein paar verlinken. Und es geht eben wirklich darum, diesen Empfindungen Raum zu geben. Spüren und erlauben ist ja das, was ich immer sage. Das heißt wirklich hinspüren, wahrnehmen, was da ist, meinen Körper spüren, den Kloß im Hals, die schwitzigen Hände, die Enge im Brustkorb, die verspannte Muskulatur. Das spüren und einfach da sein und das wahrnehmen. Und wenn wir das machen, und das ist ein weiterer positiver Aspekt von diesem zu lernen, besser darin zu sein, sich schlecht zu fühlen, ist, dass wir nur, wenn wir mit diesen Empfindungen sind, auch die Botschaften dieser Empfindungen hören können. Weil wenn eine Wut, nehmen wir mal eine Wut, wenn eine Wut kommt und ich die sofort verdränge, dann achte ich gar nicht darauf, was will die Wut mir eigentlich sagen. Und jede Emotion und jede damit einhergehende körperliche Empfindung, die hat eine Botschaft für uns. Und Wut in der Regel kommt dann, wenn eine Grenze überschritten wurde. Und jetzt wurde vielleicht eine Grenze überschritten, ich spüre die Wut und ich verdränge sie sofort. Oder es ist irgendwann vielleicht sogar so sehr automatisiert, dass ich sie gar nicht mehr erst spüre, sondern das Verdrängen wirklich schon zum Automatismus wurde. Aber in dem Moment vergebe ich mir die Chance, mal hinzuschauen und zu sagen, so hey, was ist denn hier passiert? Und wo ist meine Grenze überschritten worden, um dann lernen zu können, meine Grenzen klarer zu setzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich besser darin werde, mich schlecht zu fühlen und der Seite des Emotions- und Empfindungsspektrums auch mal Raum zu geben, in dem Moment habe ich so viel mehr Sachen, die ich mir anschauen kann, viel mehr Erkenntnisse, die ich gewinnen kann und ich kann viel besser dafür sorgen, dass ich in meiner Integrität und Vollkommenheit bleibe, indem ich eben Grenzen setze und sage bis hierhin und nicht weiter oder indem ich irgendwie feststelle, da ist irgendwas, was ich loslassen muss, was mir nicht mehr gut tut etc. Und das heißt, wenn wir der Wut Raum geben, auch das habe ich schon oft gesagt im Podcast, es geht nicht darum, sie auszuleben,
Aber es geht darum, sie zu spüren und zu schauen, was ist es, was hier von mir verlangt wird. Diese Energie, die eine Wut mit sich bringt, wie kann ich das in eine Aktivität münzen, die förderlich für mich und auf eine Art auch förderlich für die andere Person ist. Nämlich indem ich meine Grenze setze, kann sie auch was lernen. Und wenn wir das eben nur verdrängen, wie gesagt, dann sind wir in diesem toxischen Bereich und schaden uns damit. Und das heißt, der Weg, um Unangenehmes besser annehmen und fühlen zu können, geht für mich aber am einfachsten wirklich in der Begleitung. Weil es sind so viele Automatismen da drin, es sind so viele Sachen eben, die so in uns drin sind, die wir uns verwehren, wo wir irgendwie auch negative Glaubenssätze drüber haben. Und da den sicheren Rahmen oder den sicheren Raum von einer anderen Person zu kriegen, die das für uns hält und die uns unterstützt, da wieder an diese Empfindungen ranzukommen. Weil wie gesagt, viele merken gar nicht mehr, dass da eine Wut da ist, weil sie automatisiert verdrängt wird. Und da, finde ich, hilft einfach die Begleitung zum Beispiel von einem Nest-Coach oder jedem anderen Coach, Therapeuten, der wirklich mit dieser ganzen Emotionswelt und Empfindungswelt im Körper arbeiten kann. Was es auch bedingt, wenn wir lernen wollen, dass wir uns gut damit fühlen können, wenn es uns nicht gut geht, ist, dass wir innere Sicherheit verspüren. Und auch dazu habe ich vor ein paar Wochen eine Episode gemacht und auch schon irgendwie vor einem halben Jahr mal, auch die verlinken wir. So, das ganze Thema innere Sicherheit, was das Nervensystem wirklich braucht, um überhaupt was verändern zu können und was das Nervensystem auch braucht, um wirklich so diesen Zugang aufzumachen zu, okay, es ist okay, mich nicht so gut zu fühlen und ich bin trotzdem noch in mir sicher. Ich muss das nicht verdrängen oder verleugnen. Deswegen auch da, wie gesagt, will ich die Episoden noch verlinken. Und jetzt hatte ich ja vorhin eben auch schon gesagt, dass das was ist, was mit Nervensystemarbeit, gerade bei mir in der NESC-Ausbildung, was ich da ganz oft auch sehe, was die Teilnehmenden berichten, dass so dieser Impuls, was wegzumachen, was wegzuregulieren, wirklich sich reduziert. Und ich selber habe zum Beispiel auch vor ein paar Jahren mal angefangen, mir, und ich mache das im Moment nicht mehr, aber es war eine Zeit lang wirklich eine explizite Praxis von mir, mir einen Tag im Monat zu geben, den ich so mein Breakdown Day genannt habe. Und das war der Tag, an dem ich wirklich mich irgendwie in allem gesuhlt habe, was ich vielleicht in der Vergangenheit verdrängt habe. Die Traurigkeit über Dinge, die mir nicht gelungen sind, die Wut über Sachen, wo Menschen meine Grenzen überschritten haben, die ich damals nicht habe sagen können. Und ich habe wirklich mir so einen Container erschaffen, in dem ich all diesen negativen Empfindungen Raum geben konnte, um das, was eben in mir schon verfault und gegärt hat und toxisch wurde, um das einfach nach und nach rauszubringen. Also wie gesagt, es war eine Phase, in der habe ich das gemacht. Einmal pro Monat hatte ich einen Breakdown-Day, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, weil es jetzt wirklich so ist, dass wenn ich diesen Tag habe, und wie gesagt, die habe ich, die Tage, die einfach scheiße sind, die Tage, wo ich morgens aufstehe und eigentlich nicht hätte aufstehen wollen, oder wo einfach gefühlt alles schief läuft, wo alle Leute mich nerven, wo ich meinen Computer per se an die Wand werfen will, die Tage, die habe ich. Aber in den Tagen, und vielleicht merkt man es jetzt auch schon, wenn ich drüber rede, ich lasse mich da nicht mehr so reinziehen. Ich nehme das nicht so ernst. Ich finde es eher irgendwie amüsant. Und dann kann ich mich beobachten, wie ich das wieder halt nervig finde. Und trotzdem kann ich drinbleiben und trotzdem kann ich in diesen Gefühlen sein. Und auch hier, ich will es nochmal sagen, in dem Moment, wo ich drinbleiben kann und das okay sein lassen kann, ist diese negative Ladung schon ein Stückchen leichter, wenn nicht sogar generell weg, weil es ja jetzt eben okay ist. Und das sind Sachen eben, die in der NESC-Ausbildung passieren. Deswegen mag ich einfach ganz kurz zum Abschluss von dieser Episode noch auf die NESC-Ausbildung hinweisen. Die geht am 7. Oktober wieder los. Sie geht über ungefähr 7 Monate und du findest alle Infos unter nesc-coaching.com/Ausbildung. Und da eben ist es wirklich so, dass wir von vorne anfangen, auch ganz viele Themen, über die ich in letzter Zeit gesprochen habe, erstmal innere Ressourcen stärken, mit dem Nervensystem arbeiten, unser Nervensystem kennenlernen und dann eben auch diese ganzen Tools anzuschauen, mit denen wir coachen können, die wir aber immer auch für uns selber nutzen können, damit sich das Nervensystem reguliert, damit unsere Stresstoleranz größer wird und wir besser darin werden, uns schlecht zu fühlen. So unsexy das klingt, es ist ein fantastisches Ergebnis. In diesem Sinne bin ich für heute am Ende und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!